Der erste geht hier nicht raus, das ist das hier. Wie lange habt ihr probiert? Ein, zwei Tage. Ein, zwei Tage? Nee. Echt jetzt? Nee. Und es kommt raus. Es kommt raus, unglaublich. Froschgeld ist bei Kfz-Putzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. In NRW ist das so, die Werkstätte helfen halt untereinander. Und eine Werkstatt hat uns heute angerufen. Die haben gesagt, ey, wir haben ein Problem mit der Düse. Yunus, kannst du uns da Tipp geben? Mal habe ich was, wo ich Hilfe brauche. Mal brauchen die Hilfe. Einspritzdüse beim Diesel kann sehr, sehr hartnäckig sein. Wir haben dafür Spezialwerkzeuge von Gedore. Der liebe Robert ist da. Der kommt extra aus Holland, Gedore. Wir werden versuchen, die Düse auszubauen. Und viele Kunden kennen das. Wenn ihr in der Werkstatt seid und eure Einspritzdüse undicht oder kaputt und das Ding da rauszuholen, das ist immer ein Problem. Es geht nicht so einfach. Also ab nach Bochum und mal schauen, ob wir den Kunden helfen können. Mit geil. Angekommen. Robert, wie geht's dir? Es geht mir wunderschön, Luis. Du hast ja mitgekriegt, eine Düse geht nicht raus. Kriegst du oft diese Anrufe? Einmal pro Woche. Also so richtig Hardcore-Fälle. Es sind nur die Hardcore-Fälle, wann die uns anrufen, sagen, ey, die haben schon etwas versucht, aber manchmal versuche ich echt den Kunde, wenn du keine Ahnung hast oder kein richtiges Werkzeug mit richtigen Anschlüssen, fäng nicht an. Aber ich sehe schon, hast alles dabei. Was brauchen wir alles gleich? Düsezieher mache ich laut einem Strittmodell. Stritt 1 ist einfach mit Schlagauszieher. Wenn das nicht gelingt, und oft gelingt das nicht, dann bauen wir eine Brücke auf. Das ist die Stritt 2. Das ist zum Beispiel bei Mercedes sehr einfach. Fito, Sprinter, hat man keinen Raum unter die ja, ich würde nicht sagen Haube, aber Oberfläche, ist die Platz sehr eng. Mhm. So, wir können mit 14 cm Raum können wir arbeiten. Aber bei dieser Düse, das ist ein 2 Liter DCI. Und auch die 2,5 Liter, die sind oft so fest, dass es rein mechanisch auch nicht geht. Ja. So, die Brücke funktioniert mechanisch, aber dann nehmen wir noch Hydraulik dazu. Und mit Hydraulik habe ich zwei große Vorteile. Ich habe Kraft ohne Ende, mhm, und ich habe kein Torsion. Und das ist wichtig, weil wenn ich drehe mit, ja, Hand, dann habe ich immer Torsion. Und dann habe ich eine größere Chance, dass es bricht, die Anschluss. Bei uns ist das ja echt so, Werkstätte, Einspritzdüse geht nicht raus, ich packe da nicht an. Du wirst uns heute Werkzeuge vorstellen, das soll einfach gehen. Ich sage immer, zwischen 10 Minuten und 2,5 Stunden geht die Düse raus. Aber in wie viele Teile? Ich weiß nicht, wie fest es ist. Was muss alles raus? Die Hydraulikhandpumpe mit, ja, Manometer. Mit Manometer. Zum Anfang diese Koffer. Hier ist das schöne Ding. Der erste geht hier nicht raus, das ist das hier. So, Robert, wie oft siehst du das? Die 2 Liter hat einen speziellen Platz in meinem Herz. Ironisch gemeint? Ja, 9 von 10 kommen mit Hydraulik, kommen gut aus. Mhm. Aber 1 von 10, die bricht tatsächlich ab. Die 2 Liter hat einen Nachfolger, die 1,6. Die hat auch zwei unterschiedliche Düsentypen. So, das ist M14 mal 1,5 Gewinde. Da kann man bis zum 8, 9 Tonnen anziehen. Man hat, ja, nicht wirklich Ahnung, genau wie viel, bis es bricht. 2, ja, Liter Generation 2, die hat Bosch-Düsen, die hat einen Innengewindeanschluss. Und manchmal hat die Mechaniker auch keine Ahnung, dass er diese tatsächlich eröffnen kann, ganz einfach. Das Innengewinde ausdrehen. Innenanschluss ist M17 mal 1. In unserem Basissatz gibt es zwei Spindel enthalten, zwei Anschlüsse, M14 mal 1,5 Außengewinde, ja, und M17 mal 1 Innengewinde. Und damit kann ich tatsächlich 12 Tonnen ziehen. Ich bin echt gespannt. So, was habt ihr alles gemacht? Erzähl mal. Wie wir versucht haben, das rauszukriegen? Ja, ja. Bremsflüssigkeit haben wir probiert. Gebrauchte Bremsflüssigkeit, Geheimtipp. Auch, mache, ja, ich auch öfters. Ist echt gut. Manchmal dann noch vertauscht, mhm, mit Thinner. Diese zwei zusammen, die lösen tatsächlich diese Rost oder Korrosion, womit, mhm, es fest ist. Leider gibt es ein Problem. Dichtung ist durch Rost oder Korrosion entstanden. Das ist wie diese Feinstaub. Mm. Das Problem ist, und das sehen wir, wann es rauskommt, das kommt tatsächlich nicht am Platz, wo es fest ist. Und es ist fest am untersten Bereich zwischen 4 und 6 cm. Ja, ja, ihr habt von mir dieses Werkzeug gehabt, was ihr einfach draufschraubt und dann hoch. Also was jeder eigentlich macht fast. Ja? Das werden wir ja auch probieren. Das hat auch nicht funktioniert. Hat auch nicht funktioniert. Wie lange habt ihr probiert? Ein, zwei Tage. Ein, zwei Tage? Ja. Echt jetzt? Ja. Cola haben wir auch probiert. Cola? Ja. Wo habt ihr das denn gehört? Ein anderer Mechaniker kam und er hat gesagt, versuch was mit Cola. Mit Cola. Habt ihr Cola noch da? Ich hab Durst.
Gut, wir probieren jetzt erstmal auch auf die klassische Weise, das Ding hochzuschlagen und mal schauen. Und dann, wenn es nicht geht, kommen die schweren Geschütze. Ja, wenn du das hier schaffst, dann habe ich den müde gemacht, ne? Ja, ja. Damit klar. Du Bescheid weißt. Ja, klar. So, das ist die klassische Art erstmal. Ja, aber die Anschluss ist schon echt zum Arsch. Ja. Und das meint, dass wir... Schau mal, es wackelt. Ja. Das gehört nicht. Schau mal. So, das Innenleben ist schon ein bisschen kaputt. Ja, dann probieren wir das bei der Seite. Die geht rein hier. Diese wackelt nicht. Ja. So. Dann machen wir direkt die Aufbau, weil und also, dann haben wir eine sehr, sehr große Chance, dass die, weil die Gewinde schon zerstört ist. Die macht nichts. Nichts, 0,0. Man muss auch nicht lange versuchen, wie das. Weil sonst geht es schon, was wir jetzt sehen, dass es sich wackelt auf die Anschluss. Ja. Wir bauen die Brücke auf. Ich benötige bitte 8er vierter Nuss. 8er? Mit Anschluss. Und dann drehen wir einfach die Stützpunkte aus, wo wir abstützen werden. Okay. Also wir haben die Schrauben hier jetzt abgeschraubt. Ja, die haben wir abgeschraubt auf 4 Punkte. Genau. Und dort stellen wir die Abstütze von einer Brücke ein. Und mit 4 Füßen verteile ich die Druck, die ich mit den Hydraulik ansetzen, die verteile ich einfach über diese 4 Punkte. Diese kleine Abstütz-Sechskante, ja. Damit kann ich einfach die Länge von der Schraube kann ich beeinflussen. Okay, das ist cool. So. Einfach handfest. Handfest. Ja. Und dann die Brücke. 2 Schienen, die man halt individuell einstellen kann. Ne? Die kann man über die Länge oder über die Breite. Aha. Aber man muss natürlich einfach den Raum beachten. Das ist für Mercedes, ja. Wenn man unter den Hauberaum ja. arbeiten muss, da kann man diese so reinstecken. Ach so, nicht drauf, sondern nur reinstecken. Nein, dann kann man die letzte Düse auch relativ einfach entfernen. Aha. Die tatsächliche Brücke mit einem Lager. Das ja. Lager ist für Mechanis ziehen. Genau, das ist dann halt mitdrehend. Aber diese machen wir hydraulisch. Ja. Und gegen den Raum machen wir das in eine Strecke. Wow, was ist das denn? Das ist ein Hydraulikzylinder von 17 Tonnen. Das ist das gleiche, was ich als Radlager habe. Genau, aber du hast einen etwas längeren mit Gewinde. Ja, deswegen. Ja, dieser hat kein Gewinde. So, hier habe ich einmal die Gegenstütz. Ja. Und diese kann auch rein 15 mm pro Strecke fahren. Ja, die muss ja auch so klein sein, weil wir ja keinen Platz haben. Genau. Und da muss man die Spindel, muss man dann das Ganze zentrieren lassen. Ja. So, die drehen wir drauf. Ja, warte. Schau mal, möchte ich gerne die Zähne von dich haben. Weil die Spindel hat einen Anschluss hier oben. Ja. Schau mal. Und damit kann ich das fest anziehen. Und das machst du jetzt? Und das mache ich jetzt. Jetzt ist die Spindel fest. Ja. Die Brücke steht. Und dann die Brücke auch festmachen. Ja. Die müssen wir auch festmachen, falls er sich jetzt verrutscht. Genau, genau. Dieser Satz hat schon über 500 Düse gezogen. Normal, wenn du einmal in der Woche angerufen wirst, geht das aber schnell. Ja, ich mache das jetzt 9 Jahre, aber ich habe gelernt, weil ich bin kein Mechaniker. Ich habe gelernt, wann ich tatsächlich die Kunde begeistern möchte, dann brauche ich nicht nur Wissen oder Kenntnis, aber ich benötige auch damit gearbeitet, diese praktische Vorwurf. Also für mich ist, am besten lernt man, wenn man es praktisch praktiziert hat. Ne? Ja, die Hinterseite für die Brücke ist nicht fest. Mhm. So, die geht hier runter, nach oben. Von unten. Und dann verriegelt er sich und dann kann tatsächlich die Mutter drauf. Und dann ist die Brücke komplett verriegelt. Und dann machen wir das alles handfest. Auch handfest. So, dann haben wir
Nähe zur Sicherheit. Was passiert? Ich bin jetzt gespannt, wie das Ding jetzt... Ich auch, weil die Gewinde ist schon... Die Gewinde war schon tatsächlich beschädigt. Ja, der Backe. So, das wird ein bisschen spannend sein. Und dann, Pumper. Und so gehört ein Werkzeugwagen auszusehen. Ja, wenn man arbeitet. Ja, da sieht man, dass der Azubi feiert. Ja. Das sieht auf jeden Fall wild schon mal aus, ne? Wir bauen es auf. Weil wenn ich von 0 auf 8 Tonnen gehe, dann ziehe ich so hart an die Düse, dass die Chance, dass es bricht, einfach größer ist. Wir gehen jetzt voran, wir fangen an am 7 Tonnen, okay. In aller Ruhe aufbauen, ja, nicht okay. In eine Strecke. 7 Tonnen, jetzt mal schauen, was passiert bei 7 Tonnen. Ja, hier knatscht es schon ein bisschen. Ich denke, es kommt schon. Ja, aber ich sehe es hier nicht. Eine Sekunde. Super, Autofokus. Jetzt Autofokus da. Jetzt habe ich es. Ja? Jetzt habe ich es. So, wie viele Tonnen haben wir? Wir hatten 6. 6 Tonnen. Und es kommt raus. Es kommt raus. Unglaublich. Kathi? Kathi? Ja, mega. Siehst du das? Jetzt sind wir bei den 15 mm. Dann fahren wir den Zylinder herunter. Es ist ja noch immer fest. Genau, jetzt haben wir diese 15 mm hoch gemacht. Jetzt können wir den wieder einstellen oben. Dann drehen wir einfach die Nüsse an. So einfach geht das nicht, weil wir haben mit dem Schlagauszieher schon das Gewinde. Und deswegen müssen wir auch vor sich beachten. Und dann habt ihr noch mal viel gebraucht? Zu versuchen? Ja. Oh, lang mit allen möglichen Mitteln. Es geht ja ein bisschen hier, weil die Spindel, aber ja, die Raum hat also man. Das können wir gerne machen. Ich bin morgen wieder da. Einfach morgen vorbeikommen und dann können wir kurz gehen. Ja, die Problematik bei dem Fahrzeug ist ja auch wirklich der Platz nach oben. Ja? Die Problem, ja, man hat nur den Motorraum zum Arbeiten. Aber zweitens ist natürlich die Aufbauweise, weil ich habe jetzt Höhestütze, aber wir haben auch niedrige. Ja. Und da kann ich natürlich ein bisschen niedriger aufbauen. So, und so gibt es viele Spielzeuge, Werkzeuge, womit man das tatsächlich so lösen kann. Aber ich glaube, es ist schon los. Es geht nicht immer so einfach, aber tatsächlich, wenn man die Drückkontrolle macht, dass die Drück unter 7 bleibt und dann muss man zurück nach 0. Und dann wartet man einfach 2 Minuten, weil dann zieht man einfach das Metall ein bisschen länger. Weil 8 Tonnen ist schon 4-mal das Gewicht von Fahrzeug. Entfernen wir alle Stütze. Wie lange habt ihr? Wie viele Stunden? Saß der drauf? Also drauf saß der natürlich nicht. 3-4 Stunden mit. Du saßt bestimmt drauf. Schlafhammer mit. Ach, schon mal? Letztes Jahr. Hier, Kathi. Dann, kann man so sagen, Arschlochdüse? Ja. Arschlochdüse. Wahnsinn. Und laut der Kundin hat Opel die schon mal gereinigt, also rausgeholt und gereinigt. Nee, das, ja, wann denn? Als er neu war oder was? Weiß ich nicht. Oder meinten Sie eine andere Düse? Nee, die anderen 14, 15, 15. Erneuert und die auf dem ersten Zylinder wurde wahrscheinlich nur in Anführungsstrichen gereinigt. Und das geht dann auch mechanisch, hat man einen Kraftaufwand von bis zum 7 Tonnen. Aber wenn man mechanisch arbeitet, muss man immer die Spindel fetten. Aber mit Hydraulik, ich habe kein Torsion und ich habe Kraft. Das sind die wichtigsten Vorteile. Stell dir mal vor, wie lange haben wir gebraucht, verdammt? 5 Minuten. Wie lange habt ihr noch mal gebraucht? Also 2-3 Stunden für nichts. 2-3 Stunden für nichts, aber ich glaube, das ist noch sogar noch normal, also wenig. Weil er meint ja 2 Tage, ne? Ausbauen, wieder einbauen, warm laufen lassen, in der Hoffnung, dass er die Düse so rausschmeißt. Ja. Ohne Schraube, ohne Halteschraube. Kohle habe ich schon gehört. Bei Mercedes funktioniert das Warmlaufen, das funktioniert tatsächlich. Diese sind so fest durch Korrosion. Ja. Es macht nichts. Leider. Das ist geil. Wahnsinn. Dafür hast du uns jetzt gerufen, sollen wir die anderen auch schon raus? Ja? Ich glaube, das möchte die Kundin nicht. Ach so, okay. So ein paar Minuten Arbeit.
vernünftige Werkzeuge. Dann klappt es auch. Spart so viel Zeit. Ja. Ja. Eine Frage. Was kostet sowas? Rund 600 Euro für die Hydraulik. 600 Euro das, ja. 700 Euro für die Basissatz für Mercedes. Ja. Und dann gibt es noch eine Ergänzung für die 2 Liter DTI, die ist rund 180 Euro. Was hätte jetzt Füllert in 4 Stunden geschafft? Der hätte den Motor auseinandergebaut. Oder die Werkzeugkiste aufgeräumt. Ja? Dafür hat man dann auch dann Zeit. Da braucht man den Azubi nicht warten, ne? Doch. Meine Kiste ist sauber. Ach, das ist deine Kiste. Wer wird denn die Kiste? Okay, ach, das ist von Azubi die Kiste. Oh, das ist gut. Der Azubi räumt es ja sowieso auf, dann machen wir seine. Auch gut. Auch gute Taktik. Gut. Schön. Ja. Ich hoffe, das Werkzeug hat euch gefallen. Also ich finde es hammergeil. Ich werde mir das auf jeden Fall zulegen. Oder ihr macht es, dann reicht es von euch aus. Und ja, Robert, Dankeschön. Gerne. Ich komme extra von Holland. Ja. Gedobe Holland. Und für 5 Minuten. Also sollen wir noch irgendwie Radlager oder so bauen? Können wir auch noch gleich schnell machen. Ja, vielen Dank erstmal. Gerne, gerne. Sehr gerne. Wenn man das richtige Werkzeug hat in der Werkstatt, dann klappt es. Ist so. So einfach, Wahnsinn. Was es für Werkzeuge gibt, wo wir eigentlich abhauen. Hier sehe ich schon, was das 220er CDI, sehe ich schon. Wenn ihr da auch eine Einspritzdüse rausholen wollt, ey Leute, ihr könnt mich damit jagen. Das sind so Sachen, die mache ich nicht gerne. Und es sind auch sehr viele Werkstätten da draußen, die machen das nicht, weil Einspritzdüse ist kaputt, geht nicht raus. Dann müsst ihr erstmal den Kunden sagen, ey, hör mal, das Auto steht leider da, weil wir den nicht rauskriegen. Wir lassen den über Nacht mal hier stehen. Versuchen es morgen nochmal, dann probiert es nochmal, dann nochmal, dann steht es 3 Tage da und nichts ist passiert. Und jetzt fängt er an, der Kunde zu meckern. Ja, ist klar. Aber dann erklärt ihr erstmal den Kunden, warum, weshalb, wieso und so weiter und so fort. Darauf hat keiner Bock. Ich fand's Hammer, ich werde es mir auf jeden Fall gönnen. Und in Zukunft kann ich euch dann auch Einspritzdüsen einfach anbieten. Ah ne, die kaufen das. Und dann leihe ich mir das aus. Oder ich kaufe es und die leihen sich das aus. Eins von beiden. Dankeschön an Robert, an Gedore und Ferhat, danke. Und Kathi, danke. Und jetzt red mal Kaffee. Wo ist unser Kaffee? Was ist los? Ist noch nicht fertig. Ja, was ist los? Ich trinke schon während meinem Film. Das ist kein Problem. Ich bin multitaskingfähig. Hallo? Kathi, hast du noch was zu sagen? Ja, tausend Dank. Nicht dafür. Nicht dafür. Haben wir gerne gemacht. Und ja, danke an ihn. Robert, hast du noch was zu sagen? Nein, ich glaube, die Taten sagen mehr wie Worten. So ist es. Echt schön gesagt zum Schluss. Robert, danke schön. Jonas. Wir sehen uns doch. Immer gerne. Bis dann, haut rein. Ciao.